Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Online. Wie ihr seht, wir spielen Bestien gegen Schlitzer 3. Habe ich zwar bereits einmal gespielt, aber ich dachte mir, wieso nicht nochmal? Wie ihr seht, alle wollen Bestie sein. Wie das typische Problem. Einer hat immer das Problem. Ich trete jetzt einfach mal den Team Pionier bei, weil die Raygun haben. Und spätestens, wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen mehrere von denen aus dem Team raus. Ich glaube, mindestens einer muss da aus dem Team raus, wenn nicht zwei. Auch wenn vier Bestien auf drei Schlitzer schon extrem unfair sind. Ja, nur vier Spieler können Bestie sein. Das einer muss jetzt verlassen. Aber das unfair wäre, drei Schlitzer gegen drei Bestien, wer den Modus nicht kennt, das erkläre ich mal kurz. Die hier müssen durch Kontrollpunkte und wir hier müssen die umlegen. Team Jäger braucht noch einen. Ach toll, es wäre auch Pionier sein. Habe ich den nicht einen, der ist rausgegangen aus Pionier? Jetzt bin ich bei Pionier drin und nein, das hasse ich immer so. Ah, jetzt hat sich einer entschieden. Ja, so, ich hoffe, Pionier war auch der mit der Raygun. Ich wollte sie ja mal zeigen, aber das war mit der Minigun. Ich glaube, aber es war die Raygun und ach, das war der mit der Minigun. Toll, war Jäger der mit der Raygun. Egal, ihr wisst, wie das Ganze abläuft. Die kommt von da. Wärmesicht gibt es auch, die bringt aber nichts, weil man dadurch nur sich sieht. Also werde ich die auslassen. Das sind nämlich Kontrollpunkte. Ich weiß, dass die von hier kommen. Und hier müssten sie eigentlich kommen. Man sieht die eben extrem schlecht. Wenn durch den Kontrollpunkt sind, sieht man die kurz auf dem Radar. Und da hinten habe ich gerade einen gesehen. Hallo mein Freund, ich will spielen. Der Modus wäre ich irgendwie immer ein bisschen aggressiv. Nicht so ein schlechtes aggressiv, sondern so ein gutes. Unten ist einer. Direkt hier, bei mir ist einer. Schaufenster raus, den legen wir um. Wir haben übrigens unendlich Leben und die nicht. Den kriegen wir. Ah, ich habe ja aber viel Schaden gemacht, den Luca. Und ich spiele immer auch mit den meisten selben Leuten von letzten Mal. Oder vom letzten Mal. So. Die haben schon 5 Kontrollpunkte. Das ist aber auch ein bisschen unfair. Nämlich diesen erstens einer mehr als die und zweitens sind das Bestien. Normalerweise ist das, dass die Bestien eben weniger sind als die Jäger und ja nicht andersrum. Hier haben die anscheinend schon alles abgegrast. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin. Ein Typ kämpft da oben nur da oben rum, weil er Angst hat. Ja, es wäre mal super, mein Team. Aber kann man nichts gegen machen. Wir werden höchstwahrscheinlich verlieren. Ich habe noch keinen einzigen von den Bestien gekillt. Du hast gesagt, die sind in der Überzahl. Auf dem Dach, da sind die, glaube ich, drauf. Hier ist irgendwo einer. Das sind richtig viele. Ich habe keine Chance. Ja, sie werden mich jetzt einfach umbringen. Ich habe keine Chance. Der Minigun treffe ich zu schlecht. Der steht doch direkt hier. Jetzt zwischen den Holzstapeln ist er irgendwo. Da hinten ist er. Bleib doch stehen! Da ist er. Ach, toll, jetzt habe ich gegen das Metall geschossen. Alter, wo sind die denn? Können die nicht mal stehen bleiben oder so? Meiner Meinung nach ist das Schwierigste auch erstmal die Bestien zu finden und nicht um sie zu töten. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade zwei gesehen. Ich habe beide verloren, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, jetzt ist da einer. Da habe ich gut gegeben. Ach, ich hasse es, wenn der Charakter irgendwo klettert und dann nicht mal schießen kann. Ich meine, wenn ich über so ein Ding steige, kann ich doch auch noch schießen. Hey, bleib stehen. Ach, jetzt klettert er noch. Ja, wir haben keine Chance, wir werden verlieren. Außerdem drücke ich immer die falsche Taste zum Nachladen. In The Division lädt man nämlich mit Viereck nach und nicht mit Kreis. Ach du Scheiße. Ihr seht, die halten auch viel zu viel aus, zum Teil. Ich finde, wenn das mehr Bestien als Jäger sind, sollten die nur die Hälfte irgendwie ihres Lebens haben. Ich habe ja gesehen, da waren am Ende noch drei oder so. Ich hatte da keine Chance gehabt, selbst wenn ich den einen getötet hätte. Und von denen leben noch alle. Wir wissen nicht, wo der Punkt ist. Wir haben also quasi gar keine Chance.
finde, so macht er, ja, wir haben verloren. So macht der Modus, finde ich, gar keinen Spaß, wenn es mehr Bestien als Jäger sind. Vor allem, wenn wir dann noch so inkompetente Teamkollegen habe. Ja, zum ersten Mal hoffe ich, dass ich jetzt auch Bestie bin, da ich dann auch im Vier-Spieler-Team bin. Ich habe ja den Modus bereits aufgenommen, da war ich ja eigentlich recht gut und habe nie verloren. Aber sowas nervt mich eben. Und egal, was jetzt passiert, dass ich jetzt Bestie bin und zweimal hintereinander gewinnen würde. Das heißt, ich müsste gleich auch wieder Bestie sein. Obwohl, so oft wie ich Bestie bin, ist die Chance dafür eigentlich recht groß. Aber einer wird jetzt ist jetzt zum zweiten Mal Bestie. Und deswegen. Ja. Oder wie viel sind wir? Wir sind. Ja, bloß wir sind jetzt zu dritt. Toll, wir sind zu dritt, aber die anderen, die dürfen zu viert sein. Sowas finde ich auch ganz schön unfair. Da kann ich einen Supersprung aktivieren. Übrigens, die Fähigkeiten verbrauchen meine Gesundheit, nicht wundern also. Habe ich ja eigentlich recht gut als Bestie, muss ich ja zugeben. Ah, jetzt sind wir eigentlich weniger, deswegen finde ich jetzt, ist das jetzt wieder fair. Ich finde, hier ist das beschissen wie die Bestie, dass hier eben extrem schwer ist, die Bestie so schnell rennt, eben hier hochzukommen. Direkt die schwierigsten werde ich mir jetzt holen. Das sind eben die, wo die meisten Jäger und so sind. Der müsste eigentlich perfekt drin landen. Da hinten sind die irgendwo. Krieg ich den noch? Den habe ich verkackt. Den hole ich mir jetzt. Dann zurücklaufen. Komm schon. Und da drin. Jawohl, geschafft. Tun jetzt die auf dem Dach sind erstmal. Erstmal hier hochspringen. Dann von hier oben dann auf das Dach. Seht schon, aber ich habe noch gar keinen einzigen Feind gesehen. Die Schlitze haben es auch nicht so leicht, aber ich finde die besten. Bei solchen verwinkelten Maps haben die es echt nicht leicht, nämlich da ist das dann eben extrem schwer, eben, ihr wisst schon, jetzt hier überall oben zu landen und nicht zu verrecken dabei. Kriegen ja keinen Fallschaden, aber. Oder einer hat das Spiel verlassen, ist ja aus unserem Team gegangen. Ne, ein anderer. Ne, doch aus unserem Team. Toll. Da waren es nur noch zwei Bestien. Ich sammle hier gerade auch recht viel ein. Weiß auch gar nicht, wo die gerade sind. Oh, da unten ist einer. Nein, was macht denn meiner? Alter, ein Schuss. Ein Schuss und ich bin fast tot. Ach du Scheiße, ihr habt das gesehen, hoffentlich ein Schuss und ich war fast tot. Sieht schon, die Bestien sind nicht unbedingt overpowered. Weiß aber jetzt, dass ich hier oben drauf bin. Deswegen muss ich jetzt aufpassen. Mein Supersprung geht hier hin, sammle die da hinten dann ein. Wo ist eigentlich mein Teamkollege? Ich habe den bisher noch gar nicht gesehen. Hat er überhaupt jemals was gemacht? Ne, der ist AFK, ich glaub's nicht. Ach, solche Leute hasse ich, ganz ehrlich. Jetzt gehe ich mal zu einem der gefährlichsten. Ich direkt da hier drin. Wenn ich hier eingehängt werde, bin ich quasi tot. Komm schon, spring! Ziehe ich mich erstmal zurück. Halte mich bereit, den letzten einzusammeln. Erstmal hier hinter. Oh, hier könnt ihr mich sicher sehen. Ach, 2-1 Risiko, ich sammle jetzt den letzten ein. Oh, scheiße. Schnell, 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 lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Ach toll, jetzt hänge ich hier fest oder was? So, jetzt, sowas hasse ich auch bei solchen Maps. Ich weiß gar nicht, wo ich rein muss. Hier irgendwo muss ich nämlich rein. Hier ist es. Kein Stress. Ich hab's jetzt geschafft. Und zack. Boah. Quasi alleine geschafft. Wieder mal. Weil mein Team entweder zu inkompetent ist oder einfach AFK. Aber ist jetzt eh egal. Jetzt bin ich sicher wieder Pionier oder so. Und das andere Team besteht aus 4 Leuten oder so. Und ich werde eh wieder verrecken. Ach, egal, Hauptsache, ich habe eine Folge, die ich hochladen kann. So wie ich aussehe, bin ich wieder der mit der Minigun, oder?
Was bin ich dieses Mal? Ja, ich scheine nur wieder mit der Minigun zu sein. Ja, toll, Minigun. Aber wir sind zu viert und die Bestien müssen jetzt eigentlich hier, die sind zu zweit. Das heißt, jetzt haben wir auch eine reelle Chance. Das heißt, wir können sogar vielleicht gewinnen. Ach toll, ich hoffe, ihr seht das. Ich habe gerade von der PS4 die Aufnahmen gestartet. Ich hasse das, wenn man einfach auf die Karte mal vergrößern will und dann, während das dann läuft, startet man automatisch diese scheiß Aufnahme. Da sehe ich schon den ersten. Komm raus, hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Komm schon, jetzt bleib doch nicht an dem Scheiß hier hängen. Ist ja kurz, dass da oben drauf wäre, der. Der Typ hier hat den anscheinend verloren, da ist er. Ich treffe so schlecht mit der Minigun, ich bin so schlecht mit der Minigun. Ich hasse die Minigun. Hätte ich nicht lieber irgendwie, ganz ehrlich, ich hätte lieber einen Schlagstock als die Minigun. Die bringt eigentlich nur was, wenn irgendwie ein Feind auf dem Boden liegt. Ansonsten ist die eigentlich quasi, meiner Meinung nach, beschissen. Und die sind viel zu schnell, um sie mit der Minigun zu treffen, meiner Meinung nach. Ach komm schon, was geht's denn jetzt so langsam? Egal, ich will mich ja nicht aufregen. Soll ja Spaß machen. Welche Klasse ist hier hoch? Ich bin tot nicht, da ist er mir vorbeigerannt. Er kann unmöglich noch so viel Leben haben. Ich meine, den haben wir gerade. Was war denn das jetzt? Ich will wissen, was das war. Ich habe gezielt, habe Kreis gedrückt. Normalerweise müsste er eine Rolle machen. So, wie hat er das nicht gemacht? Sowas hasse ich an dem Spiel. Ach toll, der Typ hier ist wieder AFK. Als du dieses Video siehst, du Bastard, du da stehst. Du Bastard, du da stehst, bestes Deutsch. Als du dieses Video siehst, ich hoffe, du verreckst qualvoll in der Hölle, ganz ehrlich. Für solche Leute sollte man den GTA Online-Account sperren. Modder zwar auch, aber sowas ist, finde ich, meiner Meinung nach, ist sowas viel schlimmer. Sagte der Mann mit dem bestesten Deutsch. Da oben ist einer, ich hab dich gesehen. Hab dich gesehen. Ich weiß, dass du da oben bist, komm raus. Ich habe den Bestien gerade gehört, da oben drauf. Wo, ich sehe sie nicht. Sehen die Bestien? Dann läuft einer, da unten läuft sie. Jetzt der zweite. Draufhalten. Alter, wie viel Leben hat er noch? Ich wünsche, das würde man sehen. Nämlich, sehr viel kann er nicht mehr haben. Ich habe ihn ja mehrere, ja, was heißt mehrere, ein halbes Magazin in den Reihen geschossen. Dann habe ich ihn noch in der Schrotflinte, glaube ich, zwei oder dreimal getroffen. Sehr viel Leben dürfte er eigentlich nicht mehr haben. Übrigens, falls ihr das Klicken meines Controllers hört, tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht leiser machen. Das ist mir schon aufgefallen, als ich mir den Part eben... Ich gucke mir die ja immer an, bevor ich sie hochlade. Ich lade ja von der PS4 hoch. Da sehe ich sie mir eben immer erstmal an. Und da habe ich eben... Ist mir das eben auch öfter aufgefallen. Meint auch, es hat auch mal einer gemeint, dass meine Tonqualität nicht so gut ist, aber ich bin eben noch ein recht kleiner YouTuber. Also was heißt klein? Ich bin extrem klein, ja, zu den anderen YouTubern. Ich meine, ich habe noch nicht mal mein eigenes Merch oder so. Wo sind die denn immer? Ich habe das Gefühl, das backt gerade ein bisschen rum. Gerade eben ist ja einer hochgesprungen, jetzt ist er nicht mehr da. Der Schützerkill von wem? Ah, einer ist tot. Wo ist der zweite? Es sind noch 11 Punkte. Die Frage ist, wo sind diese Punkte? Ist er da unten drin oder so? Ah, da ist er. Dir gebe ich doppelt und dreifach. Gut, er klettert die Leiter runter. Jetzt drauf, jetzt drauf. Sehr viel Leben kann er nicht mehr haben. Guck doch, wie viel wir in den Reim pumpen. Eine Kugel nach der anderen. Jetzt ist er dahinter. Dahinter ist er gerannt. Ich hole ihn mir. Er will ich jetzt regenerieren. Jetzt hole ich ihn mir. Komm raus. Ich finde dich und werde dich vernichten. Ach komm schon. Wie langsam dreht sich mein Charakter denn um? Ich habe den gesehen. Ich hätte den locker umbringen können. Hätte mein Charakter... Ach, was reg ich mich denn eh darüber auf? Weil man spawnt doch immer am Arsch der Welt. Der hat mich da hinten gekillt, anstatt dass ich irgendwie... Nein. Diese Leiter nervt mich auch, dass man da automatisch hochgeht. Das war in GTA 4 so viel besser, dass man da einfach eine Taste drücken konnte, um die Leiter hochzugehen.